Hast du auf den geschossen? Ja, ich schieße die ganze Zeit mit Pfeil. Dann mach jetzt! Jawohl! Wir haben einen ganzen Bär zu fressen. Essen, nicht sorry. Dein Ernst. So, ich hab ein Messer. Ich nehme den ja, aus. Ja, nimm, geh hin. Mach schnell, da hinten ist noch einer. Oh Gott, ich sterbe gleich einen Hungertod, sehe ich gerade. Ja, nice. Ey, gut gemacht. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Da kommt noch einer. Wie man sieht, habe ich hier gerade einen Bär erlegt, ganz alleine mit einem Knochenmesser. Mach schnell. Schießt du auf den anderen schon? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn treffe. Nee, sieht nicht so aus. Er ist ganz entspannt. Wieso konnte ich das nicht? Nee, er ist so weit weg. Warte mal, bevor du den Agro machst. Steinfallmunition. Wie? Warum bewegt sich das bei dir alles? Du hast deine Pfeile lagen hier noch. Achso. Okay. Ich werde den jetzt mit anlocken. Ich bin mutig. Brauch einen neuen Pfeil erstmal. Ich hab ihn getroffen. Oh, bist du doof? Was ich denn? Ich muss erstmal rein, was einen neuen Pfeil holen. Ja, aber er kommt ja nicht her. Bogen. Oder nehme ich nee, Knarre ist zu laut. Ich bin ein Mensch und du bist nur ein sinnloses Tier der Natur. Oh Gott, der ist hier fast hochgebackt eben. Ich nehme auf die andere Seite. Ja, da brauchst du dich nicht wundern. Was denn? Der läuft dann oben lang. Hat er das bei dir auch gemacht? Ja. Oh. Der ist erst hier seine Runden gelaufen bis hier. Ja, er ist drinne. Wie drinne? Aua. Ja. Du musst da raus. Ich bin auf der Mauer. Er läuft alles außen rum. Er hat Angst vor mir. Nee, der läuft hier seine Runde jetzt. Oh. Ja. Wo ist er denn? Eben war er auf dem Zaun, er ist wieder draußen. Bin ich irgendwie doof? Ach da. Ich mach den fertig. Okay. Schade. Der macht ganz schön Damage an der Tür, ne? Die sollten wir gegebenenfalls reparieren. Und, Der andere hat die auch schon geschrottet. Und die, deine Holzmauer, die sollten wir auch nochmal nachgucken. Der hat aber auch. So. Ah. Wir haben ihn. Kein Problem. Oh, das gibt gut Nahrung. Tierfett, Leder, Knochen, XP. Ach. Da ist auch irgend so eine Flasche oder sowas dabei. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also zwei Bären haben wir jetzt gehabt. Ja. Dank meines guten Auges. Dank deiner vier Augen. Ja. Kann man die denn reparieren? Mit der Steinaxt und Rechtsklick, wenn du das Material dafür hast. Achso, ne, hab ich Eisenbarren. Müssen wir, glaube ich, herstellen erst, ne? Glaube. Ja, ich muss erstmal was essen. So. Eine ausgewogene Mahlzeit sind 5 Steaks, oder? Ja. So, und trinken muss ich auch. Was ist denn das? Testosteronextrakt. Ich habe ganz schön was kaputt gemacht hier. Ja. Oh. 20 Pfeile sind übergeblieben. Ui. Ich hab noch 84 drin hier. Bei mir. Da.
Ich habe immer noch Hunger. Are you fucking kidding me? Richtig gut, ey. Mit dem Bär. Alter, ich esse und esse und esse. Und jetzt habe ich Durst. So. So. Cool. Gut gemacht. Oh, mein Fahrrad ist umgefallen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Sag mal, wenn wir ein Lager haben wollen würden, ne? Würdest du das hier unten haben wollen, wo die Stängel sind? Also diese Stangen? Oder ein höher? Egal. Die Frage ist halt jetzt wegen den Zombies, ne? Ich weiß nicht, ob die uns... Ja, höher ist ja am besser, ne? Hat das nicht der eine aufgeschrieben da? Oh, Kürbis hat keine Samen gegeben diesmal. Die Kartoffel auch nicht. Hm. Wieder da runter. Oh. Aloe Vera kann ich halt aber. 4. Wie viel brauchte ich denn für die Aloe Vera Creme? 4. Das ist jetzt die Frage, ne? Wollen wir lieber Lager bauen oder bauen wir für den Blutmond? Oder beides parallel? Ist ja schon für beides, ne? Boah, ist ja beides wichtig. Ja, ich denke auch. So, dann würde ich sagen... Ich hab gerade mal die ganzen Fallen wieder heile. Oder Lager doch auf der Höhe. Hier haben wir schon mal eine Tür auf jeden Fall. Es wäre ja vielleicht nicht verkehrt, ne, wenn wir hier auf der anderen Höhe bauen. Hattest du jetzt dieses Blei eigentlich gemacht? Ach so, nee, siehst du, da war ja was. Mach ich gleich. Ja. Weil dann können wir die Tür reparieren. Richtig geil mit dem Bär, ey. Ne? Das war cool, ja. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich schmeiß jetzt hier mal willkürlich ein paar Bäume hin. So, das reicht erstmal. Ist das Stahl oder Eisen? Mach mal noch ein paar. So. Ich mach mal noch ein paar, hier, ja. Hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann war ich mir nicht sicher. Hier. Mann, Steinpfeile. So, jetzt. So. Geschmiedetes Eisen. Wie viel brauchen wir denn vielleicht? Ich mache erstmal 10. Ja. Ich mache jetzt hier Stein.
Pfeile. Wir haben ja hier diese Schräge. Will ich die Schräge wegmachen, ist die Frage. Nein, das ist zu hoch. Oh. Ach so, ah, Mist. Obwohl, so. Und ich hacke, und ich hacke. Ich hacke, 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 kacke. Und ich hacke, wenn ich kacke. Was? Na? Weißt du, was das Lieblingsgericht von einem Holzfäller ist? Nee. Das Hackschnitzel. Warum machst du das jetzt wieder weg? Na, wir wollten noch hier hinten Lager bauen. Achso. Was meinst du eben? Ja. Ich hab gar nicht richtig zugehört. Hä? Hast du was gesagt? Naja. Wir haben ja jetzt noch 4 Tage Zeit, was Cooles zu machen. Ist halt schade, dass wir keine Samen machen können, ne? Wie willst du denn Samen machen? Die Samen? Achso, Kartoffelsaat. Kartoffelsaat können wir machen, wenn wir entweder das Rezept haben oder vom Landleben gelernt. Wo lerne ich denn vom Land zu leben? Noch ein? Bestimmt bei dem. Ah, das habe ich schon gelesen. Ist das nicht hier bei Chefkoch irgendwo mit bei gewesen? Ich glaube. Ah, hier vom Land leben. Wildbeuter. Du kannst Samen von Beeren und Gemüse fertigen. Verdammt! Hätte ich da mal meine Punkte investiert. Hast du gerade gegrunzt? Nein, also ich bin an mein Mikro gekommen mit dem Finger. Ach so. Ich dachte gerade. Ich dachte gerade. Oh. Oh. Wir beenden sogar gegenseitig unsere Sätze. Stuhlgänge. Ja, nee. Du kackst, ich wisch mich ab. Du bist Blechdose. Schnelle Heilung. Hey, Bender. Vom Land Sammler. Vom Land Sammler? Gut isoliert. Der Jägersmann. Kirschner. Und Kirschner. Ja, und sammle mehr Fleisch, Knochen, Leder von deinem. Oh nee, ich hab ja so wenig hier. Von was? An den Tieren. Da werde ich sauer. Da hau ich hier was kaputt. Sag mal, welches Trinken macht denn hier richtig Ausdauer? Das war doch dein Tee, ne? Ausdauerwiederherstellung 15%. Naja. Ja, besser wie nix. Ja, ich hab eingetrunken. Ja. Ich bin mal gespannt, wann die Statik jetzt nachgibt. Donnerbüchse. Das hält noch?
meine Axt ist kaputt. Die ist kaputt gebrochen. Weiß wie. Ne, ich guck gerade hier, was ich noch machen könnte. Einen guten Eindruck. Ah. Zu spät. So. Gut, und hier sind wir ein außerhalb. Was ist, wenn ich jetzt dieses Geschwächt nehme? Langsam fühlst du dich wie ein normaler Mensch. Du verursachst einen Schaden mit Kopfschuss und hast mit deinem eine Chance. Erzählst du uns ja wieder. Ich nehme das einfach. Oh! Was denn? Nix. Wegen mir? Nee. Oh. Runtergefallen? Nein. Ist der hier echt alles wieder weg? Wer? Der kriegt von mir was zu hören. Weißt du eigentlich, wie viel Arbeit das gemacht hat, das hier hinzubauen? Und aufzuwerten? Hast du das denn schon gemacht mit dem... wegen der Tür vor? Ja, ist in der Schmiede im Gange. Auf jeden Fall hat der Bär auch lange gebraucht, oder beide. Also die halten gut. Ja. Ja. Bären. Bei uns sagt man dazu auch immer die Panzer aus dem Walde, ne? Die Panzer aus dem Walde. Ich dachte erst, das wäre eine Kuh, ey. Das sah erst aus wie eine Kuh. Und dann ist der losgejumpt und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Bär. Naja, das ist ein Bär. Also wir sagen dazu immer die Panzer aus dem Walde. Die haben es richtig faustdick hinter den Ohren, die Bären. Die sind extrem. Früher, als wir noch Kinder waren, da sind wir immer im Wald gegangen und haben uns mit denen geschlagen. Ja, so war das damals. Oh, heile. Da waren wir noch nicht so verweichlicht wie die Jugend von heute. Ja. Haben wir uns noch mit Grizzlybären geprügelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne. Das waren echte Grizzlybären. So voll aus Stoff und... Dinger machen. Schau mal den Boiler weg hier. Der hat 10.000 HP, ne? Ja, ja. Nein, ich meine, der ist voll gut, um uns vor den Zombies zu schützen. Ach so, also soll ich ihn nicht kaputt machen? Nee, ich habe den extra stehen lassen. Sag das doch, ey. Ja, ich sag dir das besser. Ja, rede doch nicht immer so in... Nicht, dass du noch den Boiler wegnimmst. Du bist doch was Blöde, du bist ja der Blöde, du. Du blöder Hund, du. Bist du auch ein Grizzly? Naja, ich weiß nicht, ob ich das so bauen will. Oder eher so hier. Was denn? Das da weg, aber... Musik. Ich trage gerade, hier kommt irgendein Tier. Ich bin vielleicht ein bisschen runtergefallen. Okay. Weiß gar nicht, wie weit nach hinten wollen wir rausgehen. So ein bisschen... Ein bisschen Platz werden wir ja brauchen, ne? Ich brauche Platz, um mich zu entfalten. Wie ein Schmetterling. Wie ein Schmetterling. Ey, wir müssen den ganzen Mist auch noch auf Stein aufwerten später, ne? Wieso hast du mir die Tür nicht zugemacht? Ne, falls noch ein Bär kommt. Ach. Jetzt komme ich hier nicht rein. Nö. So. Mit O. Jetzt habe ich das aber gemacht. Auf jeden Fall. Ob du hier bist oder nicht. Oder nicht.
Andreas heißt er. Andreas Andy. Calvas. Ja. So. Hildegard! Ich bin doch hier. Ah, erstmal Holz hacken. Wie immer. Oh. Das ist nicht synchron. Synchron. Mein Baum ist ins Wasser gefallen. Dein Baum ist ins Wasser gefallen? Mhm. Hey, den holt sich der Biber. Ich hab mal einen Biber gesehen. Ja. Echt? Ja. Cool. Ja. Schönen Dank für dieses Gespräch. Ja, das war sehr informativ und unterhaltsam. Wir sehen ab dem Piep und weiter. Piep. Das sollten wir bei Gelegenheit wieder tun. Oder auch nicht. Falls du mal nichts Besseres vorhast, können wir uns gerne nochmal unterhalten. Mein Rucksack, der war leer. Aber wie möchte ich, dass es fortläuft, ist die Frage. Hm. Das wäre schon besser, ne? Und hier denn ganz zu? Vielleicht? Ja, wie sieht denn das am besten aus? Am besten ist, ich nehme hier drunter das Ding hier nochmal weg, ne? Da kommt ein Hase. Ach, du bist ja süß zu mir. Ja, du doch nicht. Ach so. Ich bin Hengst, ne? Hengst. Ah ja. Wie immer so wie ein Hengst. Kann ich nicht. Ich hab nur die lange Mähne. Am Bauch, ja. Fell ist Fell. Ganz egal, wo es wächst. Okay. Ach, da ist ja noch das Gitter. Wo ist Gewitter? Ich habe einen Vogel gehört. Das ist Charlie. So, das sieht doch schon. Charlie? Das sieht doch schon. Oder? Hier liegt ein Rucksack. Geil. Zu, Jasmin. Ich klopp jetzt hier mal das Holz weg. Mhm. Das hat mir tatsächlich nicht so gefallen, ne? Nee, hat's nicht? Nee. Aber weißt du, was mir gefällt? Was für eine Verschwendung jetzt? An Wörtern? Nee. Ja, okay. Manchmal bringe ich Wörter durcheinander. Das nennt sich denn Buchstabensalat. Du musst hören. Das hört sich an wie so ein Bundeswehr. Marschierer hier. Marschierer? Warst du hier in diesem Shop mal drin, in diesem Einkaufsladen?
Ich muss gerade mal gucken. Ja. Aber es kann ja sein, dass der Loot jetzt nachgekommen ist. Nee, lass mal, die Musik ist mir gerade ein bisschen zu groß. Wir sind ja an Tag 10. Das blöde Kanicke jetzt hin. Wir haben es noch früher morgen. Ich könnte zu dir kommen. Mach doch. Dann gehen wir zu zweit noch ein bisschen looten. Wir wollten ja eh eigentlich nur nachts bauen. Ja, weil ein Rucksack hatte ich jetzt gerade gefunden. Da war was drinne? Ja. Ich bin unterwegs. Warum ist denn hier so eine Einmarschmusik? Das nervt ein bisschen. Ja, weil da konzentrierst du dich drauf, ob hier gleich was kommt. Und nicht mehr auf den Hasen, der jetzt irgendwie weg ist. Wie schützenfest, weißt du? So. Bist du schon unterwegs? Quasi. Modo. Modo. Das mal eben da rein. So. Das ist ja jetzt doof mit dem Kondikill. So, ich mach mich jetzt auf dem, ne? Weg. Ich nehme jetzt meine Beine in die Hand. Ich habe leider meinen Pfeil und Bogen nicht mit. Dann sitze ich auf dem Boden. Ach, ich hätte ja die eine Rohrzange auch reparieren müssen können. Ach, mal nämlich Pfeil und Bogen mit, ey. Besser für die Jagd. Ja. Hab ich jetzt nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Ne, ich hab jetzt auch nicht mit. Soll ich das mitnehmen? Nee, alles gut, ist weg. Ja, aber vielleicht kommt ja noch ein Tier. Ich nehme das mal mit. Dann kann ich meine Zange auch erstmal noch auspacken hier. Und die Schaufel würde ich vielleicht vorher noch reparieren. Falls, hast du blaue Big Bags gesehen? Nee. Nee. Warst du schon drin im Laden? Nee. Okay. So, dann machen wir hier noch einmal kurz 3. Kiste hier liegt total gefährlich. Oh. Hm. Holz. Okay. Bin jetzt unterwegs. Ich eile. Hildegard. Ja, genau. Der Hase ist ins Wasser gesprungen. Ich glaube auch. Glaubst du? Hey, ich sehe das. Ich habe ja dieses Spurending. Als wenn ich da jetzt hinterhergehe. Was für ein... Wenn ich in die Hocke gehe, kann ich Spuren sehen. Dann zeigt er mir das Kanickelgrün. Kann ich das auch? Keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich... Bist du da am Wasser? Ja, huhu. Ah, okay. Und da unten sitzt das Kaninchen. Ist richtig. Huhu. Er kommt wieder mit seinem Fahrrad. Hildegard! Ey. Na? Was war das? Oh, guck mal, was ich für coole Moves kann. Und zack. Oh, Wheelie. Hast du gesehen? Oh mein Gott. Ja, hab ich. Komm jetzt. Du Spielkind. Huhu. Ich bin voll krass, wie damals auf dem Parkplatz. So, welchen Eingang nehmen wir? Den richtigen? Den richtigen? Naja. Hier warst du schon drinne? Ja. Mülltonne unberührt, der Loot ist wieder da. Pfeilspitzen. Oh, leere Mülltonne. Kann man hier irgendwo reinfallen? Ja, du kannst hier auch Klamotten anziehen.
Ja, die Zombies sind noch nicht wieder da. Ey, wieso finde ich denn nichts mehr? Warum habe ich denn jetzt so ein Pech hier? Klamotten. Ich will aber keine Klamotten. Oh, warte. Stofffetzen. Oh, ich habe Stiefel. Hier mal Shotgun-Muni. Gewehrteile, Auslösergruppe Vollautomatik-Mod, Schrotflintenteile. Ja, mit den Waffen habe ich mich auch noch nicht so ganz zurechtgefuchst. Was man da so machen kann. Hier. Ist ziemlich ruhig hier ohne Zombies, ne? Die sind irgendwo fliegen. Hast du das? Ja. Hier hinter. Hier geht's auch nur raus. Hier ist ein Müllcontainer. Der ist leer. Hier geht's noch weiter. Ich hab Lehm und Kleber. Kleber. Das hat mir ein bisschen zu viel, oder? Ja, der hat mir ein bisschen zu viel. War das hier drinne? Weiß ich nicht. Da knackte mal was die ganze Zeit. Ich bin schon mal rausgegangen, vorsichtshalber. Beste Teammate. Auf dich kann ich mich verlassen. Oh, hier sind sogar wieder Kieselsteine nachgespawnt. Leere Kippkarre. Ich habe trotzdem reingeguckt. Da bist du. Du. Ich gönn mir mal... Ach nee, den Kies habe ich stehen lassen wegen der Kiste hier. Hier ist eine verschlossene Truhe, aber ich habe keine Dietriche. Hier sind voll die Fliegen unterwegs. Ich habe eine Frage, ne? Hm? Guck dir meine Füße an. Sieht das cool aus? Warte. Was soll ich da sehen? Sieht man keinen Unterschied? Ich hab nichts gesehen. Meine Schuhe, die Farbe ändert sich doch. Ach, ich würde das denn eben nicht. Ich hab nichts gesehen. Ja, es ist schon in Ordnung. Ich werde mir das merken, wenn du mir das nächste Mal Kleidung zeigst. Ach komm. Ja. Da gucke ich da auch nicht hin. Das interessiert mich dann gar nicht, Jasmin. Bist du auf dem Dach? Ja. Ich hab zu viel. Ich kann nichts mehr tragen. Und wo? Ich hab Hunger. Ich hab gerade einen Rucksack hier oben gefunden. Den habe ich schon durchsucht. Ist noch was drinne? Warm. Zwei Sachen waren drinne. Und einer, der daneben saß, tot. Der hat's wohl nicht geschafft. Ja, ich muss erstmal nach Hause. Ja, ist ja auch nicht viel los jetzt hier, ne?
Nee, ich hab, bin voll. Ach, Jasmin, bitte. Gepackt. Schön, wie die Taschenlampe hier schwebt. Welche Taschenlampe? Na, an der gelben Leiter, die wir hochgegangen sind. So, habe ich nicht gesehen. Nee? Mhm. Ich geh erstmal nach Hause, ey. Kommst du mit? Hier ist halt nix, ne? Ich hab einiges. Ich bin voll. Ich muss erstmal jetzt nach Hause. Wieso finde ich denn nix mehr? Hat mein Charakter schon zu viel gelootet? Ist das Spiel irgendwie ein bisschen sackig? Für mich hat sich der Ausflug nicht gelohnt. Hm. Wo bist du denn? Ich gehe gerade nach Hause. Ich gehe oder laufe oder wie auch immer. Ich bin auf dem Weg. Hä, wo? Ich sehe dich nicht. Hey, ich gehe gerade nach Hause. Ja, wo bist du denn bis jetzt? Ich bin zu Hause. Ach da. Warte, Jasmin. Ah, du mit deiner Tröte da, ey. Dein eiserner Ritter ist da. Dezent verwirrt. So, was habe ich denn hier überhaupt alles? Oha, Klamotten habe ich viele. Oh. Ja, wir müssen halt echt ein größeres Lager bauen, ne? Das habe ich. Drei Eier. Wir nicht drum rumkommen. Hm. Wie viel haben denn die Bären abgegeben? Die haben ja gar nicht viel abgegeben an Essen, wa? Ja, fünf Fleisch, also ein Steak sind fünf Fleisch. Wir hatten über 100, was die abgegeben haben. Warum haben wir nur noch drei? Weil die, was? Steaks? Nee, Fleisch. Meinst du rohes Fleisch? Mhm. Ich habe die alle zu Steaks gemacht. Die sind hier im, so. Im Grill. Ja, ist okay, Bro. Ja. Ich würde es nur mal anmerken, bevor ich hier absolut ausraste. Mal alles wegsortieren. Armbrustteile, wo soll ich das denn machen? Ja, wir brauchen mehr Kisten. Nee, wo ich das. Soll ich das bei den Waffenkisten? Oh, reinmachen, ja, ne? Hab ich jetzt. Dann habe ich eine, die Jägermod. Oh. Was muss ich da machen? Auf A? Nee, wie mache ich das? Was bedeutet die Jägermod? Jägermod. Wenn du es anklickst, dann steht es rechts daneben. Ja, 25% Schaden an allen Tieren. Ja. Plus. Ja. Und das heißt, wie nehme ich die? Musst du, Also die ist für eine Jagd oder. Kann ich mir die mal angucken? Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die reinpacke. Oder nee, ich kann die dir einfach geben. Genau, ne? Einfach seitlich rausziehen. Hä? Warte mal. Hä, wo ist denn die jetzt? Ich weiß nicht. Warte. Hast du? Ja, ich guck grad die hier, ne? Jägermod.
Ach so, die kannst du dir zum Beispiel auf dem Bogen machen. Ja. Warum kann ich eigentlich nicht hier die linke aufmachen? Die ist hinter dir. Welche? Jetzt? Immer noch nicht. Jetzt? Nö. Weiß ich nicht. Ich kann da rein. Jetzt? Blockiert steht da. Dann hat der gerade einen weg. Dann denkt er, ich bin da noch drinne. Nee, ich konnte da noch nie rein. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. In unsere Mischkiste? Doch. Da links. Nein, da war ich noch nie drinne, weil die nie ging. Uah. Das kann man immer nur einmal. Oh. Hey, doch, du packst doch immer dein Holz da rein. Nein, mein Holz packe ich immer... hier rein. Ja, da wo du jetzt drin bist. Ach, die oben links, die ganz oben links. Oh Gottes Willen, Hilfe. Ich wusste nicht, dass du das musst doch mal mit mir reden. Ich sag die oben links. Kannst du mir nicht mal ein Bild malen, was du meinst? Das ist doch nicht oben links hier unten. Ja, da musst du mir doch ein Bild malen. Ja, da komme ich trotzdem nicht rein. Ja. Ja, warum? Ist abgeschlossen. Ja, mach mal auf. Gleich. Jetzt, ich will die Sache rein. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Aha, genau. So. Ah, okay, dann kann ich da. So, dann würde ich vielleicht. Bin ich umgezogen? Nö. Ist dein Lippenstift neu? Jetzt, guck mal. Ja, du hast eine Hose an. Oh, die sieht aber... Und Schuhe, Stiefel. Und guck dein mal die übergewichtiger an. Hintern sieht da drin klasse aus. Affe. Ich werde jetzt mal die Waffenteile hier in die ganz links auf Steinkiste machen, ne? Ich hab, Casino-Dinger. Chips oder wie die heißen. Was willst du machen? Mods und Waffenteile packe ich hier in die Kiste. In die? In welche? In die links von dir. Aha. Gewehrteile. Stahlsperrteile. Stahlvorschlaghammerteile? Aber den kann ich nur nicht bauen, ne? Oh, hallo. Jetzt ist er da drin, oder was? Ja, ich will mal was ausprobieren. Ich hab hier ein Zielfernrohr aufgepackt. Ich setze jetzt mein Zielfernrohr auf und dann sehe ich weiter. Schlechte Wortspiele. Ach, die kann ich gut. Das stimmt. So würde ich sagen. Achso, das habe ich ja auch noch. Isolierungsmod. Ja. Aber ich würde...
vielleicht hier noch ein... Jetzt habe ich die ganzen Rahmenteile ausgepackt. Ein breiter gehen vielleicht. So. Hüps. Wir den vielleicht bis hier. Ja, aber gleich hoch, ne? Ja. Oh, wir sind sowieso schon wieder drüber. Ich finde, bei diesem Spiel rennt die Zeit. Ja. Das ist unfassbar, wie schnell hier die Zeit rum ist. Unfassbar. Aber wahr. Aber wahr. Ich stelle mich besser hier hin. Ich will nur noch das hier kurz abbauen. Kannst du mir helfen? Ich pack gerade die Teller weg. Ah, okay. Ich habe sauber. Ich habe doch gerade schon angefangen abzubauen. Nee, nicht abbauen. Nee, du hast ja aufgewertet. Aufgewertet. Falsch das. Ja. Ja. Obwohl die Qualität hat natürlich abgenommen, jetzt wo du da dran warst. Hä? Gar nicht. Eine zweitklassige Arbeitshandwerk hier. Mhm. Handwerkskunst. Jetzt habe ich's. Bleib mal ruhig, du. Brecher. Du. Das ist die Frage. Könnte ich da stehen? Probier's doch einfach aus. Aber dann muss ich ja wieder alles abkloppen, ne? Dann wäre doch vielleicht intelligenter. Intelligenter. Das sind ja wieder zwei Sachen, die passen ja nicht. Ich glaube, ich bin schlau. Ich habe gesabbert. Scheiße, meine Tastatur. Ja, siehst du das? So weit ist es schon. Lach nicht, freu dich anders, Jasmin. Ja, wenn ich schlecht drauf bin, ist es schlecht. Wenn ich gut drauf bin, ist es schlecht. Was wollt ihr? Ma-o-am. Entscheidet euch jetzt. So. Mit O. Obwohl, wenn ich hier jetzt die Wand machen würde, können wir darunter nicht mehr richtig aufwerten. Richtig? Ja. Das ist ja blöd. Warte, ich mach das noch schnell. Schnell? Ich hab kein Holz. Siehste, da geht's doch schon los. Organisatorisches Talent. Ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. Ja, ich mach das schnell. Ich hab kein Holz. So, was ist? Ich will was trinken. Warum denn? Haben wir das nämlich auch fertig? Hä? So. Ob wir noch weiter nach hinten rausgehen sollten? Weil vom Raum her, der ist ja auch schnell gefüllt, ne? Hm. Einmal Wasser kochen hier. Schwierig. Ich denke, wir. Ja, doch. Ich denke, wir sollten noch weiter rausgehen. Hm. Ja, mit den Blumenkübeln, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof, ne? Die stehen ein bisschen. Aber gut, die können wir ja später immer noch umpflanzen, wenn wir wissen, wo die Reise hingeht. Disneyland! Hui! Oh.
So, ich würde sagen, wir haben es 10 Uhr. Morgen gehen wir nochmal auf Loot-Tour. Du alte Jägersfrau. Du bist gar nicht mehr da. Ja, doch. Achso, doch. Ja, ja, ja. Nee, würde ich sagen, wir gehen morgen auf Loot-Tour. Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Und dann wird morgen auch wieder richtig lustig, weil morgen werden wir nicht nachts aufnehmen, Jasmin. Ich kann die Leere in deinen Augen sehen. Ja, ehrlich, ich überlege gerade. Wegen dem kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Und wegen dem Jäger-Dings da. Wegen dem Jägersmod? Ja, ob ich das jetzt hingekriegt habe. Wie man das macht. Du klickst deinen Bogen an. Habe ich. Dann auf Verändern. Ja, habe ich. Dann stehen ja, links steht Mod und da ziehst du es einfach nur rüber. Wo steht Mod? Links. Da ist so, ein breiter Kasten. Und da muss das sein. Genau, da schiebst du es rüber. Ah, ja. Jetzt ist es da drunter. Fernkampfschaden 31,9. Wow. Schleichschaden. Jupp. Gut, jo. Und jetzt dann einfach raus, oder was? Genau. Jawoll, oh. Extrem. Extrem geil. Sehe ich auch so cool aus mit dem Bogen? Nee, nur ich. Oh. So, dann habe ich jetzt, dann kann ich wieder richtig gut zielen jetzt, ja. So. Warte mal. Mhm. Eine Sache noch, bevor wir die Folge beenden. Solange wie ich kein Motorrad habe, bleibt das Fahrrad hier. Ganz doch. Und wenn ich Motorrad habe, kommt hier Motorrad hin. Ja, ja, so. Tschüss. So, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wir werden morgen looten. Wird bestimmt lustig, interessant, mit Wortspielen verbunden. Wie immer. Oder Jasmin? Ja, Patrick. So, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.